Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Präsidentschaftswahl in Frankreich und Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Zwei richtungsweisende Abstimmungen prägten den heutigen Tag. In Schleswig-Holstein erlitt die regierende SPD von Ministerpräsident Albich eine schwere Schlappe. Ihre bisherige Koalition mit den Grünen und der Partei der dänischen Minderheit könnte von einer Regierung aus CDU, Grünen und FDP abgelöst werden. Doch zunächst zur Stichwahl in Frankreich zwischen dem sozialliberalen Kandidaten Macron und der Rechtspopulistin Le Pen. Dort haben soeben die Wahllokale geschlossen. Erste Hochrechnungen, dazu jetzt von Jörg Schönenborn aus dem ARD-Wahlstudio. Monatelang hat ganz Europa auf diesen 7. Mai geschaut und jetzt ist die Entscheidung gefallen, denn die erste Hochrechnung des französischen Fernsehens ist mehr als deutlich. Danach kommt Emmanuel Macron, der linksliberale Kandidat, auf 65,5% und Marine Le Pen vom Front National auf 34,5%. Der Abstand ist so groß, dass selbst bei starker statistischer Abweichung jetzt feststeht, Emmanuel Macron ist der nächste und bisher jüngste Präsident der Französischen Republik. Die Wahlbeteiligung bleibt weit hinter den Erwartungen zurück. Im zweiten Wahlgang liegt die Schätzung im Moment bei 74,5%. Das ist weniger als beim letzten Mal und weniger als bei zweiten Wahlgängen in Frankreich üblich. Für Emmanuel Macron ist das alles andere als ein glänzender Sieg. Nicht nur, weil etwa 4 Millionen Wählerinnen und Wähler zwar an der Wahl teilgenommen, aber für niemanden gestimmt haben heute in Frankreich, sondern auch, weil in Umfragen rund 2/3 seiner Wähler sagen, ihnen ging es vor allem darum, Marine Le Pen zu verhindern. Umgekehrt hat der Front National heute sein bisher bestes Wahlergebnis über alle Ebenen hinweg in diesem Land erzielt. Die französische Gesellschaft hat sich mit diesen Präsidentschaftswahlen verändert. Zurück nach Hamburg. Wie die Nachricht vom Vorsprung Macrons bei seinem Wahlkampfteam aufgenommen wurde, schildert jetzt live aus Paris unsere Korrespondentin Alice Fröder. Ja, Tausende von Menschen strömen hier zum Louvre. Insgesamt 10.000 werden erwartet. Und zum ersten Mal ist heute in der Geschichte der Republik ein Präsident gewählt worden, der keine Partei im Rücken hat. Er hat sich mit unerwartet großer Mehrheit gegen die rechtsextreme Marine Le Pen durchgesetzt. Heute jubeln die Anhänger hier erstmal. Doch jeder weiß, dass auf dem neuen, jungen Präsidenten ein ungeheurer Druck lastet. Wenn er es nicht schafft, das zerstrittene Frankreich wieder zu einen, wenn er es nicht schafft, seine versprochenen Reformen durchzusetzen und Frankreich und den Franzosen wieder Mut zu machen für die Zukunft, dann könnte das den extremen Kräften nutzen. Doch jetzt ist er erstmal mit seinem Schwung und seinem Optimismus der neue Präsident Frankreichs. Und damit zurück zu Jan Hofer. Emmanuel Macron steht für einen proeuropäischen wirtschaftsliberalen Kurs. Er war Wirtschaftsminister unter dem scheidenden Präsidenten Hollande, gehört aber nicht dessen sozialistischer Partei an. Emmanuel Macron wird der neue Präsident Frankreichs. Mit 39 Jahren wird er der jüngste Präsident sein, den die Republik je hatte. Und noch etwas ist neu. Er wird der erste Präsident sein, der keine Partei im Rücken hat. Geboren wurde Emmanuel Macron im nordfranzösischen Amiens. Dort lernte er bei einem Theaterkurs auch seine spätere Ehefrau Brigitte kennen. Der studierte Philosoph arbeitete zunächst als Ministerialbeamter, wurde dann erfolgreicher Investmentbanker. 2012 machte ihn François Hollande zu seinem wirtschaftspolitischen Berater, später zu seinem Wirtschaftsminister. Doch Macron konnte seine Ideen in der sozialistischen Regierung nicht schnell genug durchsetzen. Er trat von seinem Posten zurück. Erst im April letzten Jahres hatte er seine Bewegung En Marche, zu Deutsch Vorwärts, gegründet. Über 200.000 Mitglieder hat seine Bewegung inzwischen. Auch viele Politiker der Sozialisten und der konservativen Republikaner haben sich ihm angeschlossen. Unsere Zeit ist gekommen. Wir sind bereit. Wir wollen vorwärts gehen. Vive la République! Vive la France! Macron sieht sich weder als rechts noch als links. Er tritt offen für Europa und für eine enge Partnerschaft mit Deutschland ein. Die verkrusteten Strukturen der französischen Politik will er erneuern und so ein neues Frankreich schaffen. Wie man bei der EU in Brüssel auf die Zahlen aus Frankreich reagiert, dazu jetzt Markus Preis.
Die ersten Glückwünsche nach Frankreich laufen bereits über Twitter und die Erleichterung bei der EU ist deutlich spürbar. Schon allein aus dem Grund, weil die EU einer existenziellen Krise entgangen ist, die ein Wahlsieg von Marine Le Pen ausgelöst hätte. Doch auch wenn Emmanuel Macron sich proeuropäisch gegeben hat im Wahlkampf, es wäre ein Missverständnis, wenn man glauben würde, er setzt sich für die EU ein, die es momentan gibt. Im Wahlkampf hat er sich für eine grundlegende Reform stark gemacht. Er hat unter anderem gefordert, dass es einen gemeinsamen Haushalt der Eurozone geben soll und einen gemeinsamen Finanzminister. Das sind Punkte, die Deutschland klar ablehnt, die auch viele andere Länder für unrealistisch halten. Und über diese Punkte dürfte es entsprechend auch noch Streit geben mit dem heute umjubelten Wahlsieger. Positiv sieht man in Brüssel, dass Macron, bevor er Forderungen stellt, erstmal die französische Glaubwürdigkeit in der Wirtschaftspolitik wiederherstellen will und dazu vor allen Dingen das 3%-Kriterium bei der Neuverschuldung möglichst schnell einhalten möchte. Damit zurück zu Jan Hofer. Zur Stichwahl in Frankreich bringt das Erste einen Brennpunkt, direkt im Anschluss an diese Tagesschau. Aktuelle Zahlen und Analysen zu den heutigen Wahlen gibt es zudem in der Tagesschau-App. Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat sich die CDU überraschend klar durchgesetzt. Mit ihrem Spitzenkandidaten Daniel Günther liegt sie deutlich vor den bislang regierenden Sozialdemokraten von Ministerpräsident Thorsten Albig. Neben Grünen und FDP schaffte auch die AfD den Sprung über die 5%-Hürde. Und damit noch einmal zu Jörg Schönenborn im ARD-Wahlstudio. Schleswig-Holstein hat gewählt, aber die wesentlichen Fragen sind im Moment noch offen, nämlich wer die nächste Regierung anführt und wer mit an Bord sein wird. Hier ist die aktuelle Hochrechnung von Infratest DIMAP, die CDU klar stärkste Partei, mit Zugewinnen 32,8. Die SPD verliert deutlich, nur noch 26,7. Die Grünen schaffen 12,9%, fast der Wert der letzten Wahl. Die FDP kommt auf 11,3 mit klaren Gewinnen. Der SSW büßt ebenfalls ein, die Partei der dänischen Minderheit nur noch 3,4. Die Linke zieht mit 3,6 nicht in den Landtag ein, sehr wohl aber die AfD, die mit 5,9% zum 12. Mal einen deutschen Landtag erreichen kann. Dort in Kiel im Landtag ist die CDU mit Abstand die stärkste Fraktion, 24 Sitze. Die SPD kommt auf 20, Grüne 10, FDP 8, der SSW, die Partei der dänischen Minderheit, 3 und die AfD 4 Mandate. Sicher ist, dass die bisher regierende sogenannte Küstenkoalition aus SPD, Grünen und dem SSW keine Mehrheit mehr hat. Ansonsten sind rechnerisch verschiedene Möglichkeiten offen. Zunächst eine Koalition von CDU und Grünen, die aber nach gegenwärtigem Auszählungsstand nur 34 Mandate hat. Sollte sich das noch verändern, wäre das mit in die Diskussion zu nehmen. Ansonsten könnte mit der FDP ein sogenanntes Jamaika-Bündnis gebildet werden. Bliebe die SPD trotz der Niederlage führende Regierungspartei, dann hätte auch die Ampel mit den Grünen und der FDP eine Mehrheit. Die Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein ist wie zuletzt bei allen Landtagswahlen deutlich gestiegen, jetzt geschätzt 65%. Fazit: Die Grünen zeigen auch in Schleswig-Holstein, dass man mit eigenständiger Politik völlig losgelöst vom Bundestrend erfolgreich sein kann. Für die SPD droht der erste Verlust eines Ministerpräsidentenamtes seit 2005. Das wäre im Bundestagswahljahr ein tiefer Einschnitt. Und jetzt hier im Wahlstudio in Kiel die Runde der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten Andreas Zichowitz. Danke, Jörg. Daniel Günther, wir haben ein klares Ergebnis, aber noch keine Regierung. Da ist nichts klar. Worauf steuern Sie denn zu? Auf GroKo oder auf Jamaika? Na, erstmal sind wir jetzt wirklich stärkste Kraft und sind auch diejenigen, die jetzt Gespräche führen müssen. Wir haben auch ganz klar gesagt, dass wir eine Prioritätensetzung haben. Erster Ansprechpartner ist die FDP, zweiter Ansprechpartner die Grünen, wenn es für die FDP alleine nicht reicht. Aber ich glaube, bei dem Wahlergebnis ist eine große Koalition das, was man als letztes in Betracht ziehen sollte. Denn die SPD hat klar verloren, die CDU liegt vorne und diese Gespräche werden wir jetzt führen. Thorsten Albig von der SPD, Sie haben in den ersten Statements klar gemacht, Sie haben eine gute Sachpolitik gemacht. Haben Sie denn dann persönliche Fehler gemacht in der Außendarstellung oder so? Das werden wir jetzt zu prüfen haben. Fest steht, dass wir klar verloren haben, dass wir keines unserer Wahlziele erreicht haben. Von daher ist ein sehr schmerzhafter Tag für die Sozialdemokratie, für meine Regierungskoalition und für mich persönlich. Es ist Herrn Günther zu gratulieren zu diesem Wahlsieg. Und jetzt geht es darum, dass die Teilnehmer, die denkbare Verträge machen könnten, sich zusammensetzen und sagen, wo sind die Übereinstimmung am größten, dass da ein 5 Jahre haltender Koalitionsvertrag rauskommt. Da sind viele Möglichkeiten gegeben. Das werden wir dann sehen. Eine Ampel wäre auch möglich. Kann man mit diesem Ergebnis Ministerpräsident bleiben oder ziehen Sie da Konsequenzen? Ja, es wird der Ministerpräsident, der am Ende
von den Parteien gewählt wird, die einen Vertrag zustande bekommen haben. Und das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten, vielleicht brauchen wir lange dafür, zeigen, welche Konstellation das ist. Das wissen wir heute Abend noch nicht, aber eine Ampel ist durchaus denkbar, ja. Monika Heinold, die Grünen werden weiter gebraucht, so wie die FDP zur Regierungsbildung, ganz sicher sogar zweistelliges Ergebnis. Ihr Kollege Robert Habeck hat gesagt, er kann sich die Ampel gut vorstellen. Wohin tendieren Sie? Ja, zum einen sind wir natürlich sehr froh über unser gutes Ergebnis. Genauso traurig sind wir, dass es mit der Küstenkoalition nicht mehr weitergeht. Wir haben vor der Wahl gesagt, wir werden mit allen reden, wenn es für die Küstenkoalition nicht reicht. Das tun wir jetzt. Die Ampel ist unser Favorit im Vergleich zu Jamaika, weil wir vermutlich in der Ampel deutlich besser soziale, ökologische, gerechte Politik, progressive Politik umsetzen können. Aber wir werden mit allen reden, so wie angekündigt vor der Wahl. Das klingt so ein bisschen nach dem, wer bewegt sich zuerst, Wolfgang Kubicki von der FDP. Okay, Sie lagen hinter den Grünen oder Sie liegen hinter den Grünen. Da ist eine Ampel doch irgendwie logisch, oder nicht? Ja, für Sie vielleicht. Zunächst einmal stelle ich fest, dass wir unsere Wahlziele erreicht haben. Wir haben deutlich zugelegt bei gestiegener Wahlbeteiligung. Auch das muss man ja sehen. Wir sind zweistellig geworden und so weit sind wir gar nicht mehr auseinander. Und die Frage, wer mit wem, finde ich ziemlich komisch, weil die entscheidende Frage sein muss, was soll in diesem Land anders gemacht werden, was soll bewegt werden, wie können wir Schleswig-Holstein in verschiedenen Bereichen weiter nach vorne bringen. Aber eins muss man einfach sehen, nicht? Bei aller Freundlichkeit gegen den Sozialdemokraten, wer an einem solchen Tag wie heute 4% verliert, der bekommt damit vom Wähler die Quittung, weil die anderen ja einigermaßen stabil geblieben sind. Die Quittung dafür, dass er offensichtlich an den Wählerinnen und Wählern vorbei... Wie teuer wird es denn für SPD oder CDU, sie ins Lager zu ziehen? Ich muss in kein Lager. Und die Freien Demokraten müssen in kein Lager. Nochmal, für uns geht es um die Frage, welche inhaltliche Politik kann festgeschrieben werden. Wir beide wissen das auch, wir kennen uns lange und gut, dass auch meine Präferenz aufgrund der politischen Felder eher zu Jamaika geht als zur Ampel. Und noch einmal, man kann Ampel relativ schwer argumentieren momentan. Aber noch einmal, es ist nicht mal unsere Aufgabe. Daniel Günther muss anfangen, Gespräche zu führen. Die Grünen müssen erklären, wie sie ihr Wahlziel, Robert Habeck muss Minister bleiben, erreichen können. Und dann sehen wir weiter. Lars Harms. Sie treten ja, der SSW wird einer Dreierkoalition ja in keinem Fall beitreten. Das bleibt dabei, oder? Das bleibt dabei, eindeutig. Wir haben vor der Wahl gesagt, wir stehen für die Küstenkoalition. Da wollten wir weitermachen. Das ist uns nun nicht vergönnt. Und wir haben gesagt, wenn wir keine Mehrheit von der Küstenkoalition bekommen, dann gehen wir in die Opposition. Das werden wir tun, werden da konstruktiv arbeiten und werden Vorschlägen, welcher Regierung auch immer, die vernünftig sind, eben aus unserer Sicht auch zustimmen können. Das ist überhaupt kein Problem. Also wir machen da keine Frontalopposition. Aber wir gehen in die Opposition, definitiv. Jörg Nobis, erstmals mit der AfD hier im Parlament. Was wird Ihr Schwerpunkt sein in der nächsten Legislaturperiode? Ja, Herr Kubicki hat gerade gefragt, was wir ändern müssen. Ich kann Ihnen das sagen. Innere Sicherheit, Bildung und Infrastruktur. Das müssen die Themen in unserem Land sein. Denn die Küstenkoalition hat uns fast zum Schlusslicht in Deutschland gemacht in Bezug zur Bildung. Danke, Jan Hofer. Ich gebe gleich zurück zu Ihnen. Und ich kann Ihnen eins sagen, an der Küste ist nur eins sicher. Ebbe und Flut. Die Landtagswahl im Norden gilt auch als Gradmesser für die Wahl in Nordrhein-Westfalen in einer Woche sowie für die Bundestagswahl im Herbst. Die CDU sieht sich klar im Aufwind, ebenso wie die FDP. Die Sozialdemokraten und ihr neuer Chef und Kanzlerkandidat Martin Schulz sprachen dagegen von einem bitteren Ergebnis. Zur Schleswig-Holstein-Wahl jetzt eine Einschätzung von Tina Hassel live aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Tja, bei den Sozialdemokraten dürften heute Abend die Alarmglocken läuten. Zum zweiten Mal ist der sogenannte Schulz-Zug abrupt abgebremst worden. Das entzaubert nicht nur den Hoffnungsträger, es stellt auch die Frage, ob die SPD auf die richtige Strategie setzt. Denn die CDU ist heute nicht trotz, sondern entscheidend wegen Merkel so erfolgreich gewesen. Statt Überdruss an der ewigen Kanzlerin scheint es vielmehr ein Bedürfnis nach Verlässlichkeit zu geben. Für Merkel dürfte das auch ein Triumph über die Kritiker in den eigenen Reihen sein. Die Erfolge der Grünen und der FDP scheinen zu zeigen, es gibt ein Bedürfnis nach modernen, liberalen Kräften und gegen Abschottung. Kubicki und Habeck haben ja bereits auf ein modernes Einwanderungsgesetz als gemeinsame Schnittmenge hingewiesen. Der SPD bleibt jetzt noch eine Woche, um den Trend zu drehen. Jan Hofer. Im Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga haben weder Hamburg noch Mainz einen Durchbruch erzielen können. Beide Teams trennten sich 0:0. Im zweiten Sonntagsspiel konnte Freiburg einen klaren Heimsieg verbuchen. Die Mannschaft siegte gegen Schalke mit 2:0. Die Tabelle. Meister München und Leipzig spielen nächste Saison in der Champions League. Auch Dortmund und Hoffenheim haben noch Chancen auf die direkte Teilnahme an der Königsklasse. Freiburg und Berlin auf den Europa-League-Rängen. Die zweite Hälfte beginnt mit Schalke, Mainz auf Rang 15, der HSV auf dem Relegationsplatz
vor Ingolstadt und Absteiger Darmstadt. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 8. Mai. Heute Nacht gibt's viele Wolken, im Nordosten auch größere Lücken, von der Ostsee später Schauer, im Süden regnet es zum Teil kräftig, am Alpenrand weiterhin Dauerregen. Morgen südlich der Donau kräftige, mitunter gewittrige Regenfälle, die am Alpenrand besonders ergiebig sind. Ansonsten zwar überwiegend wolkig, aber nur gebietsweise Regen. Im Norden wird es später immer sonniger. Heute Nacht 11 Grad im Rhein-Main-Gebiet bis 2 Grad in der Lausitz. Morgen Werte von 8 Grad im Erzgebirge bis 16 Grad in der Oberpfalz. Gegen 22 Uhr meldet sich Karin Mioska mit einer Extra-Ausgabe der Tagesthemen. Darin aktuelle Informationen und Interviews zu den Wahlen in Schleswig-Holstein und Frankreich.